Das ist Benno. Er ist verantwortlich für die Personalentwicklung bei einem mittelständischen Chemieunternehmen. Er sucht einen Workshop für sein Team. Gerne würde er mit Ihnen Themen wie Digitalisierung, Agilität und neue Formen der Zusammenarbeit stärker beleuchten und zu dem Team neue Impulse für die Arbeit geben. Er recherchiert im Internet und findet die Seite von Lernen Bohlscheid. Die Akademie bietet den Innovation Hub. Hier findet er Workshops, Seminare und Online-Veranstaltungen zu aktuellen Themen, Methoden und Frameworks. Für Benno kommen gleich mehrere Veranstaltungen in Frage. Der Business Model Canvas oder EduScrum. Benno schreibt eine Anfrage an den Kundenservice bei Lernen Bohlscheid und bittet um ein Online-Meeting. Am nächsten Tag trifft er sich online mit einer Kundenberaterin. Julia erklärt Benno die beiden Kursangebote. EduScrum ist ein Workshop, der online, in der Akademie oder in-house stattfinden kann. Der Kurs Business Model Canvas besteht aus zwei Teilen. Der erste Teil findet in Präsenz statt, online, in der Akademie oder in-house, während der zweite Teil aus der Arbeit in einem Learning Management System besteht. Benno entscheidet sich für EduScrum. Das Scrum Framework wird schon in einigen Abteilungen Ihres Unternehmens eingesetzt und er findet die Idee interessant, dieses innovative Framework im Bereich des Corporate Learnings einzusetzen. Benno möchte ein Angebot über den EduScrum Workshop und Julia verspricht es, möglichst schnell per E-Mail zu senden. Alles hat geklappt. Maria, die Trainerin, begrüßt Benno und seine Mitarbeiter zum Workshop. Benno war es wichtig, dass alle an dem Workshop teilnehmen können. Daher hat er sich entschieden, den Workshop online durchführen zu lassen. Die Workshops-Materialien werden via E-Mail oder über das Learning Management System der Akademie zugänglich gemacht. Am Ende des Seminars ist Benno zufrieden. Sein Team und er selbst haben neue Impulse für die Wissensarbeit im Unternehmen erhalten. Ben und das Team konnten sich mit einem spannenden neuen Framework auseinandersetzen und freuen sich schon auf den nächsten Workshop.